Ey, die Polizei will sich verkackeiern? Ja, Kev, hallo, ist Uzi im Straßenverkehr normal erlaubt? Eine Million. Ich habe meine 5 Startsekunden in Kauf genommen. Achso, und aber damit ist es abgegolten, oder was? Aber dass die Polizei hier sowas macht, da dann halt ich für unangemessen. Yeah, Buddy, was geht ihr Lieben seid? Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online Challenge. Bifta ist da, Kev ist da und wir legen auch gleich los, aber erstmal ein herzliches Willkommen, Bro. Was geht ab, ihr Lieben? Schön, dass ihr da seid und herzliches Aloha von mir. Geil, dass ihr wieder am Start seid, GTA Online Challenges. Supportet die Serie doch, wenn es euch gefällt und bedeutet, dass viel zeigt mit einem Daumen und einem Kommentar, Feedback oder eigenen Challenge-Ideen. Dann können wir eure Challenges spielen. Heute haben wir was Nices, haben sich richtig viele gewünscht. Wir haben, was macht der Typ da hinten? Wir sind die ganze Zeit die Kommentare durchgegangen und viele haben sich gewünscht, die England-Challenge, die ich damals mit Felix gemacht habe, zu wiederholen. Und zwar bedeutet das, wir müssen ein Rennen absolvieren mit Verkehrsregeln, aber im Linksverkehr. Bedeutet halt, wir müssen auf die Ampeln und Straßenschilder auf der rechten Seite gucken, dürfen aber nur auf der linken Seite fahren, so wie das halt in England üblich ist. Und wir dürfen natürlich auch niemanden rammen. Da sollte man jemanden rammen, müssen noch 5 Sekunden stehen bleiben. Wir haben eine Strecke zu absolvieren. Einmal geht es zur Pferderennbahn, zum Parkplatz hier vor, unter unten links bei der Pferderennbahn. Da geht es ohne Wegpunkt hin. Und danach kann man mit dem Wegpunkt hier zum Flughafen. Und damit können wir eigentlich auch schon loslegen. Ja, klingt easy verstanden. Ich steige ein. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ich lasse dich erstmal den Weg fertig machen. Hast du das jetzt gerade erklärt? Wie viel Strafe, wenn man falsch abbiegt oder 5 wenn man... 5 Sekunden? 5, alles klar. Achso, mit Verkehrsding hab ich ja gerammt, lol. 1, 2, 3. So, wie sieht's jetzt aus? Ja. Stopp. Hier steht ganz klar Stopp. Papi ist gestoppt. Ja, wir müssen kommen, das wird richtig schwierig. Papi schafft sich einen Überblick und fährt erstmal gerade weiter. Komm. Erstmal gerade weiter. Schön da an ist den, ein Stoppschild, da hat er recht. Schön an den Mongolinos hier vorbei. Aha, Motorrad dran. Schulterblick, alles. Stoppschild! Hier ein. Noch gerade ich so muss gestoppt. Ja dem Gegenverkehr irgendwie entgegenfahren, aber ich fahre. Hier zumindest auf der richtigen Spur. Wir sehen, die Ampel ist rot, deswegen bleibe ich stehen. Ich muss sagen, im Moment finde ich es geschmeidig. Ah, so ich glaube, es wird hart, wenn du Kurven fährst und so, ne? Kann ich hier links abbiegen? Lol, Kev! Links abgebogen, ich fahre wieder zurück. Tatsächlich bin ich dann auf den richtigen Verkehr gekommen, auf den Highway richtiger Verkehr. Ja, das ist natürlich falsch. Hier ist ein Stoppschild. Okay, dann fahre ich jetzt hier weiter. Da muss ich nämlich hier stehen bleiben, da wo die Haltelinie. Ey! Ampel ist... Verkehrssünder. Ist Ampel rot, und oder? Ich gehe hier doch, die Ampel entlang, ist da hinten rot. Alles klar. Dann warte ich auch. Es ist so geil. Es ist rot, okay. Ich verstehe. Natürlich muss man den Autos im Gegenverkehr immer ein bisschen ausweichen. Das ist okay. So, Pferderennbahn. Wir müssen uns so ein bisschen Richtung Norden ja, ja, ich wechsle die Spur. Kein Problem. Ey, wieso ist die Ampel einfach dauerrot? Und ich gehe hier rüber. Und ist hier rot? Oder grün? Ja, ist rot. Huiuiui. Hier stehen bleiben. Alter Junge. Also ich fahre aktuell so, wie ich auch in Hannover zu Hause fahren würde. Leute, auf der linken großes Seite, großes Dankeschön an euch für alle Leute, die sich den Kalender geholt haben. Es ist grün geworden. Es haben wir wirklich Kev, viele Leute mal ruhig weiterlabern. Ich fahre. Und Dankeschön für alle, die mich mit Merch supporten. Oh richtig ja, geil. Der Kalender ist richtig sweet, Alter. Den feiere ich voll. Hast du schon durchgelesen? Nicht ganz. Aber hast ja ein ganzes Jahr Zeit, ne? Ja. Hast ja ein ganzes Jahr Zeit. Aber so, ich finde einfach, man braucht heutzutage einen Kalender. Man hat immer was zu tun, ob man sich mit Freunden verabredet, ob man Arzttermine hat, ob man wichtige Schulprüfungen hat. Ich finde so ein Kalender. LOL! Ist einfach ein Muss! Und hier ich hab mich. Oh, Scheiße, 5 Sekunden. Ich hab mich an den Mitfahrern orientiert, die sind alle über Rot gefahren. Okay. Komm. Nein, ich bin auch über Rot! Alles klar. Eins, okay, also hier ist es echt schwierig. Zwei, drei, weil hier ist so viel. Vier, oh, LOL. Hier ist fünf, so viel Gegenverkehr. 1, 2, 3. Also ich finde, das geht. Entweder ich verstehe etwas... Schon wieder rot! Junge, heute ist aber auch wieder kein glücklicher Tag. Shit, hier ist durchgezogene Linie. Rote Welle. Ich muss hier vorbeifahren. Ich nehme 5 Strafsekunden in Kauf. Meinst du... Eins, ah doch, sie ist auf grün geschaltet. Ich dachte gerade, die Ampel schaltet nicht auf grün, weil ich hier auf der anderen Seite stehe und auf der richtigen Spur stand keiner. Wow, über orange, das zählt noch, das geht noch. So, wo haben wir es hier? Ganz ehrlich, ich mache jetzt den Linksabbieger, Schulterblick und rüber. Mist, gerammt. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das geht, wie ich fahre, ey. Ich glaube, das geht. Und hier entlang. So, ich ziehe nach rechts ab. Schulterblick, wunderbar. Kurz mal orientieren. Pferderennbahn. Okay, rüber. Hä, wo ist die Pferderennbahn? Lol, die ist hier. Ich muss fahren nach rechts. Ist gerade rot geworden.
Nein. Okay, grün. Lol, ich muss jetzt an dem normalen Verkehr wirklich vorbeiziehen. Alter, hast du den Highway genommen? Das war richtig schlau von dir, glaube ich. Nee, ich habe ihn doch nicht genommen, weil da wäre ich auf vorne, die, Leute, da seht ihr, da ist die Ampel, auf da muss ich achten, ne? Ja, es war rot! Na klar, 1, 2, Junge, werd glüh, Ampel werde grün! 4, 5, oh, wie sauber die NPCs an mir vorbeigezogen sind. Ganz ehrlich. Die sind richtig schön gefahren. Ey, das What kann the? Doch gar nicht sein. Es ist nicht mal kacke, ey, wie lange ist hier grün? Das ist keine... Ey, Kev, es ist permarot, wo ich... Ah, jetzt ist es grün geworden, gerade wo ich die Map nochmal gecheckt habe. Was ist hier? Oh nein, hier ist... Ich glaub, da ist wieder orange. Hab ich wieder einen Lucky Moment erwischt. Durfte da rüberfahren. Aha, was haben wir denn hier? Okay, da ziehen wir hier rüber, warte kein mal. Problem. Da ziehen wir da rüber, Schulterblick. Aha. Super, jetzt komme ich richtig auf Fahrt. Ich bin nämlich extra vom Highway. Oh, das war orange. Orange ist gut. 1, 2, theoretisch kann man ja noch die erste Millisekunde. Wo da einer hat, der Schwarze hat den Mittelfinger gezeigt. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Ich bin Engländer. Was willst du von mir? Bei meinen Hooligans bald. Alter. Oh, grün! Vollgas durch! Endlich mal eine grüne Ampel! Ich hab eine grüne Welle! Das ist... Man könnte die Challenge auch nennen, wie viele rote Ampeln kannst du abstauben, Alter. Ey, warte, das ist doch der Parkplatz, oder nicht? Der Parkplatz so am Casino quasi, ja, ne? Wenn das der ist, ich schau mal ganz kurz. Also ich bin jetzt an der Rennbahn. Ja, du bist da. Okay. Also du musst eine extrem geile Route genommen haben. Ich bin wirklich so viel Verkehr, so viele rote Ampeln. Oder ich habe die Challenge nicht richtig verstanden. Halt wirklich genauso machen, weil ich fahre ja nach Verkehrsregeln, okay, und komplett auf der linken Straßenseite, also verkehrte Welt. Also ich vermute mal, jetzt wenn ich das mal so grob überschlage, mein Verhalten, dass ich vielleicht nicht immer regelkonform nur links überholt habe. Ja, mal passiert das auch, dann übersieht man was. Man muss ja immer umdenken und mal denkt man halt einmal zu wenig um und dann muss ich vertut jetzt man sich. Oder rechts? Lol. Wie ist denn das? Also jetzt könnte ich gerade ausfahren, aber ich will eigentlich nach rechts. Ich mach's mal so. Die Ampel... Ach, die Alter, die fahren alle über rot hier. Was ist los mit denen? Junge, weil die Ampeln einfach in Los Santos nur rot stehen, Kev. Comic, nein, ich hatte gerade eine grüne Welle. Ich steh permanent. Serious? Ich hatte gerade eine grüne Welle. Wo bist du jetzt eigentlich? Komm hier, werde grün. Ah, du musst nur noch geradeaus sein. Mal durch sozusagen. Durch. Lass den ganzen Verkehr durch. Regelkonform bist mit der Uzi geknallt in Los Santos. Alles klar, ganz okay, normaler Straßenverkehr. Der Verkehr sich hier ein bisschen löst. Ja, wie soll ich hier durch, du mieser Wichser? Fahr ich jetzt richtig 1, oder nicht? 2, 3, 4, 5 und ich habe Doch, ich fahr richtig, ich fahr richtig. Ist das dein Ernst? Ey, wenn die hier so wie Sonntagsfahrer fahren, kann ich ja nicht normal fahren. Buongiorno, Sir. Nepper mit. Ah, nee, nicht Buongiorno, nee, nicht... Alter Junge. What the... Ey, ganz ehrlich, du musst eine Strecke gehabt haben, wo du richtig wenig Ampeln hattest. Ich weiß nicht, gerade verfahre ich mich, weil ich nicht weiß, wie ich hier wenden soll. Wie soll ich denn wenden? Hier, wenn es grün ist, dann kann ich... Junge, die fahren die ganze Zeit über rot. Auch der hier vorne. Hast du Rechtsabbieger frei oder was? Nein, es ist rot, Kollege. Es ist rot. So, ich schere hier ein. So, ich warte auf grün und dann heißt es... Skills. Excuse me, sir, I'm from England und einmal gewendet. Okay, orange und rüber. Orange rüber. Ach, das war kacke, schon wieder. Orange. Ey, schon wieder rot. Nein. Leck mich doch. Eins. Also war es doch richtig. Das ist gerade grün geworden. Man muss einen Affenzahn hier anlegen, Tomek. 5. Das ist rot, ey. Serious. Ey, die Polizei will sich verkackeiern. Ja, Kev, hallo, ist Uzi im Straßenverkehr normal erlaubt? 1 Million Ich habe meine 5 Straßensekunden in Kauf genommen. Achso, und aber damit ist es abgegolten, oder was? Aber dass die Polizei hier sowas macht, da halte ich für unangemessen. Okay, so, ich bin wieder am Start. Ey, Kev, ich weiß nicht, ey, Leute, zählt mal bitte, guckt euch die Aufnahme nochmal an, wie viele rote Ampeln und wie viele grüne, das kann doch gar nicht sein. Oh, shit, regelkonform kann man das hier nicht mehr nennen. Ich stehe schon wieder, bist du auch schon auf dem Weg? Aber so weit sind wir nicht. Nenn ich mal beim Casino, Tomek. 4, 5. Alter Verwalter, also ich hätte nicht gedacht, dass sie so krass wird. Richtig Spaß, ich vergleiche mal wirklich die beiden Folgen auch bei Tomek. Ich würde mal gerne aber wissen. Ich glaub, ihr vielleicht dürft hat Tomek so einfach den besseren Skill. Ich glaube, ihr dürft nicht zu hart mit mir sein. Ich bin so ein, wie soll man sagen, halb Engländer, halb Pole. Der fährt ein bisschen mehr auf dem Gaspedal so ein bisschen, ne? Ja, so der sieht's aus. Der reizt das Limit. Solche Zebrastreifen und so gibt's hier aber auch nicht, aber sowas kennt man in Polen auch nicht, ey. Da wird durchgebrettert. Okay, ich sag euch eins, in Polen als Fußgänger muss man auf jeden Fall mehr aufpassen. Ich bin auf der Abbiegerspur und ich möchte hier rein.
So, ich bin auf dem Parkgelände. Kev, ich glaube nämlich, was ich falsch mache, ist, dass ich die Leute einfach auch links, rechts überhole auf den Dings. Und du fährst regelkonform hinter denen, ne? Geht so. Okay. Also nur, wenn Platz ist. Also sobald ich einen berühre, muss ich ja stehen bleiben. Ja, genau, okay. Dann, ja, dann passt das noch so. So, ich muss die halt, man muss die halt überholen, sie kommen halt entgegen. Aber ne? Es ist ja klar, Kev, ich stehe wieder an einer roten Ampel. Die ist gerade, ich will genau hin. Zwei vor mir kommen durch. Das gehört zum Verkehr dazu, Tomek. Ich bin nur froh, dass große Stadt braucht große Ampeln. Das könnten Ampeln, sie ne? eigentlich noch machen, Blitzer, weil das wäre auch lustig, so eine Blitzer-Challenge. Hier, Linksabbieger passt, super. Blitzer-Challenge. Habt ihr dazu eine Idee, Leute? Oh, das ist eine grüne Welle. Es ist heute die grüne Welle, es ist so ein toller Tag. Lasst uns alle heute tanzen. Der ist gleich bei mir. Es ist wieder grün, so wie ich's mag. Jetzt ist es grün geworden und da wird Kev wahrscheinlich auch noch durchkommen durch die Amp. Es ist einfach nice. Daddy hat, ey, ich hab 5 Ampeln in einer grün genommen. Nee. Ach. Nein. Eins, lol, by the way, ich mach mal 10 Strafsekunden, ich bin die ganze Zeit auf der richtigen Spur jetzt gefahren, die letzten 2 Minuten. Aber ich hab eine rote Ampel, das vergisst man halt einfach, ne, das vergisst aber, man. Ja, aber trotzdem die ganze Zeit bei rot, und natürlich ist jetzt wieder rot. Ist das ja, bei mir ist auch die ganze Zeit rot jetzt. Ich sag mal, ich wurde schon mehr als bestraft, normalerweise müsste ich jetzt 2 rote überfahren dürfen. Ey, ich bin direkt hinter dir, Tommy, ne? Das kann's nicht sein, ist jetzt eher eine Frage von roten Ampeln, vielleicht sollte man einen Alternativweg einschlagen. Fahren die. Was? Kev, 2 Busse haben sie einfach gerade gerammt, weil der eine da über vor dem anderen ausgeschaut. Okay, das war regelunkonform. Ich nehme 5 Sekunden gerne in Kauf. So, jetzt. 1. Och Gott, ich bin doch einfach auch. 4. 5. Kann ich hier rechts? Ja, kann ich. Aber. Denn ich habe jetzt eine Idee, Tomek. Weißt du, wo es keine Ampeln gibt? Auf dem Highway? Aber. Ja! Tatsächlich, er fährt da lang. Ich mache jetzt einen längeren Weg, fahre jetzt den Highway schön auf links. Ich bin der Geisterfahrer. Hopp. Und da kann ich jetzt voll speeden! Ich darf nur niemanden berühren! Wie mach ich das? Hier rüber? Ich darf nur niemanden berühren. Ey, Mann. Ich hab mich verfahren. Nein. Was? Die Ampel ist gerade grün geworden. Als ich ja, und die nächste ist rot. Alter. Ich hab mich verfahren! Entschuldigung, Ladies and Gentlemen, hier ist eine Wende. Lol, der NPC kommt gar nicht klar, weil ich auf seiner Spur stehe. Ich mach ihm mal ein bisschen Platz. 5, okay. Also hier muss ich. Es ist schwierig, man sieht das. Man hat da die Straßenabläufe anders im Kopf. Ich fahre ja Auto. Aber es war trotzdem ohne den Wegpunkt, also sehr einfach schon zu der, also so von der Orientierung her. Inzwischen kenne ich die Map ja auch ein bisschen. Alter. Leute, fahren ja alle so scheiße, Alter. Wieso fahren die alle auf rechts? Ey, Junge, ich weiß nicht. Komm, Max, siehst du an der Seite, wie ich an dir vorbeiziehe? Ich will das gar nicht sehen, ey. Das ist die Schildkröten-Challenge, Alter, bei mir. Alter, guck das an. Keine Ampel, ich kann einfach ziehen. Junge, ich weiß ganz genau, wie ich gewinnen würde, diese Challenge. Wer steht am längsten an der Ampel? Ungewollt. Junge, du bist du gleich da? Was? Ich mache richtig Boden gut. Warte mal. Wie komme ich jetzt auf den Highway am schnellsten? Schön links auffahren, dann klappt es. Hier drauf. Oh, Leute, hier ist die Auffahrt. Ja, hier ist grün vorne. Da kann ich doch ab... Sieh zu, ich habe keinen gerannt. Hier muss ich lang. Ey, Entschuldigung, Sir. Ich habe halt keinen Schnaps getrunken. Ey, und jetzt, wenn ich durch. Okay, gleich bin ich auf dem Highway. Okay, Linksabbieger, ich sehe dooferweise die Ampel nicht. Die Zeit kann ich niemals. Es ist grün geworden, oder? Es ist grün. Hopp, muss auf diese Ampel hier beachten. Wo muss ich jetzt drauf? Ich fahre erstmal hier drauf, auf der. Fuck, und dann muss ich gleich irgendwo wenden. Ah, nee. Keule. Ich kann hier fahren. Ich muss nur. Die ist grün, ich darf fahren, okay. Ladies and Gentlemen, bitte lassen Sie mich durch. Ich fahre gerade auf der falschen Spur, verzeiht mir das kurz. Ich muss nur den Punkt finden, wo ich wechseln kann. Hey. Hier kann ich gleich wechseln. Die Frage ist jetzt, wie komme ich hier rüber? Ich weiß hier kann es ich wechseln, nicht. Dann wird es wieder regelkonform. Hopp. Das Problem ist, dieser Verkehr ist ja anders ausgelegt. Arschloch, Alter. Ah, nee, das ist. Jetzt muss ich natürlich wieder stehen. Das ist schwierig. 1. Das heißt, normalerweise wäre bei anderen Verkehrssachen, wenn grün ist, so eine Möglichkeit zu wenden, dass ich hier halt rumkomme um die Bucht. Aber das. Genau. Ja, klar. Eigentlich so. Ey, diese NPCs. Verstehen die nicht, dass ich auf der linken Seite fahren will? Wir fahren hier, zack, schön geradeaus und Alter, ich bin so nah am Flughafen, Tomek. Alter, ich muss den dermaßen ausweichen, Kev. Das war eine richtig gute Idee. Alter, hier entsteht aber auf jeden Fall der ein oder andere Stau durch mich, weil hier richtige Unfälle provoziert werden. Sehr gut. Und wir sind fast auf dem Gelände. Das gibt's doch gar nicht. Junge, das war die perfekte Taktik, wirklich. Der Wegpunkt hat es nicht angezeigt, weil du falsch gefahren bist. Und ich habe überlegt, weil die Ampeln, die machen's halt. Hä? Und der Jump! Angeblich fahre ich auch falsch. Monster Stunt! Warte mal, wo muss ich hier nach rechts mich orientieren? Nein! Okay, ich fahre links. Oh nein, oh mein Gott, ich fahre gerade über diesen See statt auswärts. Hier fahren wir auch noch schön auf der Straße. Okay, und wieder zu. Ich muss doch irgendwie hier runterkommen. Was
Was möchte ich denn haben? Komm ich denn jetzt am besten hier? Was möchte ich denn haben? Ich möchte den Titan haben heute. Nice. Alter. Ich habe hier einen schönen Flugzeug bestellt, okay, Freunde. Komm, eins. Machen wir einen kleinen Spaß. Drei. Stehst immer noch im Stau, Tom. Wie, du bist schon da? Papa ist jetzt da. Lol. Fahre ich jetzt nicht mehr regelkonform. Lol. Der Wegpunkt ist... Erstmal muss ich hier runter. Oh lol. Zack, falsche Spur. Tomek. Weißt du, wo der Wegpunkt ist? Wo hast du den gesetzt? Der ist... Ich dachte, der Hangar wäre offen. Der ist auf dem Hangar, wo man nicht draufklettern kann. Lol, ich muss ins Flugzeug steigen. Ey. Wie geil. Ich komme von dieser Kacke nicht... Okay, jetzt hier. Wie geil ist das? Sag mal, der so, ich auf mir jetzt, dem Hangar? Ich habe mir jetzt bewusst mal ein paar, paar Leute gerammt, aber ich spare mir da jetzt die 5 Sekunden. Vielleicht kann man an der Seite tatsächlich irgendwie hochklettern. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich da hinkomme, Alter. Irgendwie komm vom ganzen Highway nicht runter. Ey, jetzt nochmal kurz. Muss ich da lang, Alter? Da ich hat bin er jetzt noch, gewendet. Ich bin noch genau richtig. Was will der von mir? Hier geradeaus. Lol, Tomek, das Ziel ist im Hangar. Das kann man gar nicht schaffen. Doch, ich hab's geschafft. Lol, sofort hat das das kann man nicht schaffen und GG. Da war kein Punkt angezeigt, ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Ihr, Leute, ihr habt selber gesehen in der Folge, da war kein... Und ich hab nur eine kleine Überraschung. Achso, das heißt, man muss auf den Flugplatz auch drauf, ne? Ja. Ja, genau, da drauf springen. Okay. Bist du denn schon da, oder was? Ja, ich bin jetzt da, guck, bomb. Nein, ich hab nur eine kleine Überraschung für dich, nämlich... Ja, eine kleine Überraschung. Hab hier nämlich als Kleines für mich bestellt und vorbereitet. Sag mal so, das Äquivalent zum Panzer, aber der Lüfte. Das ist der Panzer der Lüfte. Da steht er. Der Panzer, kann der nur Lüfte. Eins sagen, Alter. Friss meinen Panzer, Alter, hier. Ja, das ist der Panzer der Lüfte. Nein, lass mich rein. Alter, kann man da noch mitfliegen? Wenn du schnell einsteigst. Was ist das denn für ein geiles Ding, Alter? Das Come ist on. Der Titan, der hier bestellt. Wie viel kostet der? Ich weiß nicht, eine Mille oder so auch. Der kann hinten die Klappe aufmachen. Weiß man nicht, wie das geht. Oh, schönes Ding. Go! Wenn du jetzt noch mir zeigst, dass der irgendwie schießen kann, wäre ein Träumchen. Nee, der kann nicht schießen. Der kann aber nur transportieren. Da kannst du Fahrzeuge hinten rein. Alter, das wäre ein Traum, wenn der so eine Bombe abwerfen könnte. Oh mein Gott, Tomek, was passiert hier? Oh! Ja, auf jeden Fall geht die Challenge aber an Kev, ne? Oh! Ja, nichts machen, ey. Die Taktik. Yo! Alles klar! Ich wollte einfach nur einmal den Flieger machen. Alles klar. Shit! Ey, die Taktik am Anfang war gut. Ich bin schnell irgendwie. Ich weiß nicht, wie regelkonform es war, aber ich bin schnell zur Pferderennbahn gekommen. Richtig gut durchgekommen. Und also dann da der noch Highway, ab, der hat's gemacht. Meine rote Phase hat mir das Genick gebrochen. Ich hatte eine richtig grüne Phase, aber dann dachte ich mir so ganz ehrlich. Wieso nicht gleich auf dem Highway, weil das war da schlau. Kannst du halt alles einfach durchfahren und die Wartezeit, die war einfach krass. Okay Leute, wir metzeln hier ein bisschen weiter. Ihr habt die Aufgabe, eure Challenge ist jetzt, uns hier einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Außerdem gerne einen Kommentar zu schreiben, wie es euch gefallen hat, was ihr euch wünschen würdet, was für Challenges noch. Checkt natürlich auch Tomek aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt geilo, bis dann. Ciao, ciao. Jo, gracias fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.